Guten Morgen und herzlich willkommen zur Der Aktionär Frühbörse. Der erste Handelstag nach Ostern wird eher schwach ausfallen. Die Vorgaben aus den USA sehr schwach. Grund ganz klar, die Aussagen von Donald Trump, die Handelszölle einzuführen, logischerweise, und die Reaktion der Chinesen darauf, die ebenfalls jetzt entsprechende Zölle für US-Produkte an den Start bringen wollen. Die Angst vor einem Handelskrieg ist natürlich präsent und in diesem Zusammenhang natürlich die Kurse deutlich schwächer. Der Dow Jones gerade unter die 200-Tage-Linie gefallen, könnte damit kurz davor stehen oder ein Verkaufssignal generieren. Insgesamt vor allem Technologiewerte gestern schwach gewesen, Amazon beispielsweise, Tesla und so weiter, die stark auf den Markt gedrückt haben. Hier Amazon im Bild mit einem Minus von 5% gestern. Auch hier der Grund für das Minus Donald Trump, der gesagt hat, dass die Versandgebühren bei Amazon zu gering sind und dass der US Post natürlich schaden würde. Also die Aktie dann entsprechend auf der Verkaufsseite gewesen. Als nächstes dürfte diese Unterstützung bei $1,300 angegangen werden. Die nächste wartet eigentlich dann erst wieder bei $1,200. Insofern ist durchaus noch etwas Luft nach unten. Hier könnte es durchaus sein, dass wir hier weitere Kursverluste sehen, zumal ja die Aktie auch in vielen ETF-Portfolios vorhanden ist. Wenn da Mittelabflüsse vonstatten gehen sollten, dürfte auch hier weiter der Druck auf Amazon bleiben. Nächste Aktie in der Runde, Tesla, die ebenfalls gestern massiv unter Druck gewesen ist mit 5%. Da weiß man nicht so genau, ob es jetzt der als Aprilscherz gemeinte Tweet von Elon Musk war, der gesagt hat, dass Tesla sowas von bankrott ist, das natürlich als Scherz gemeint hat. Ob das jetzt der Grund ist oder die Tatsache, dass man 123.000 Model S zurückrufen muss wegen verrosteter Lenkradschrauben. Es gab auch einige Blogs, die natürlich schon darauf spekulieren, dass die Produktionsziele für den Monat März nicht erreicht wurden, was eigentlich für mich keine Überraschung ist. Ich glaube nicht, dass man das geschafft hat. Insofern die Aktie eigentlich mehr oder weniger im freien Fall, schon eigentlich seit diese Unterstützung bei um die $300 nach unten durchbrochen wurde. Ja, die Aktie für mich eigentlich schon immer zu teuer gewesen. Die Frage ist nur, von welchem Niveau aus sie das Fallen beginnt. Und offensichtlich ist sie momentan, also wird Fantasie bei Tesla nicht mehr höher bepreist. Insofern die Aktie für mich weiterhin ein Short. Ja, schlechte Nachrichten gab es gestern auch für Intel. Die Aktie ebenfalls deutlich unter Druck. Nachrichtenüberbringer war in diesem Fall Apple, die jetzt bei den MacBooks keine Intel-Prozessoren mehr einsetzen wollen, sondern eigengefertigte Prozessoren. Insofern auch hier Intel stark unter Druck, Unterstützung bei 50 nach unten durch. Man kann davon ausgehen, dass wir hier Richtung 200-Tage-Linie möglicherweise korrigieren werden, also Richtung $42, $43, wobei aber auch hier der Aufwärtstrend noch einigermaßen intakt wäre. Insofern die Korrektur durchaus gesund, was die Markttechnik betrifft. Ob ich dann nochmal einsteigen würde, würde eher sagen, ja, ich denke, dass Apple als Kunde zwar wichtig ist, aber Intel doch breit genug aufgestellt ist, um das zu kompensieren. Die ganze Diskussion um eigengefertigte Produkte bei Apple wird auch Dialog heute aufgrund der Nachrichten bei Intel unter Druck bringen. Ich denke, dass die Aktie deutlich unter die $19 fallen wird. Die Spekulationen, dass man ausdesignt wird bei Apple, gibt es ja schon seit längerem. Also hier ist ja ein großer Research veröffentlicht worden, dass man möglicherweise Apple als Kunden verlieren wird. Insofern die Aktie weiterhin unter Druck. Wo der Boden sein wird, schwer zu sagen, hängt schwer davon ab, wie die nächsten Zahlen letzten Endes ausfallen werden. Was die Geschäftsbeziehung zu Apple betrifft, ist man eigentlich im Normalbetrieb, so sagt es zumindest Vorstandschef Bargerle immer. Man arbeitet auch schon an Designs für nächstes Jahr. Insofern scheint die Geschäftsbeziehung einigermaßen in Ordnung zu sein. Nach wie vor ist aber diese latente Gefahr, dass Apple doch eigene Power-Management-Chips macht, nach wie vor präsent. Und der Chart zeigt es ja an, hier ist momentan keine Haltemarke nach unten zu erkennen. Ja, das dürfte auch
Jetzt sind es insgesamt dieses Gesamtbild, den DAX heute beschäftigen. Wir schalten jetzt gleich nach Frankfurt zu Johanna Klar, die uns zwei brennende Fragen beantworten wird. Johanna, guten Morgen. Erstens, wie war die Ostereiersuche? Und zweitens, wie ist die Stimmung in Frankfurt? Kann ich dir komplett auseinanderdriftend beantworten, Markus. Erstmal schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Die Ostereiersuche war natürlich, wie kann man sich auch anders vorstellen, erfolgreich. Viel Schokolade gab es natürlich, aber die konnte heute dann auch nicht dafür sorgen oder wird nicht dafür sorgen können, dass der DAX im positiven Bereich starten wird. Denn wir haben es gerade eben schon von dir gehört, der sich zuspitzende Handelskrieg zwischen China und den USA belastet nach wie vor. Dementsprechend sind die Vorgaben negativ und wir hatten sie am Donnerstag vor dem langen Osterwochenende hart zurückerkämpft, die Marke von 12.000 Punkten. Allerdings sieht es heute danach aus, als würde man da runter starten. Der DAX hat ja alleine im März schon 2,7% abgegeben und im ersten Quartal 6,4% verloren. Außerdem schauen wir uns natürlich die Vorgaben an. Du hast es eben schon angesprochen. China hat jetzt nochmal nachgelegt bzw. reagiert auf die Handelszölle. Man möchte auf insgesamt 128 US-Produkte 15-25% Strafzölle auferlegen. Das kommt natürlich nicht gut an und damit ist die Hoffnung auf eine Annäherung erstmal passé. In Japan sind die negativen Vorzeichen auch zu sehen. Wir hatten schon den Tankan-Bericht gesehen. Das heißt, die Stimmung hier von den Großkonzernen, die hat sich auch eingetrübt. Dementsprechend ging es sowohl für Nikkei, Hang Seng und auch Shanghai Composite in den negativen Bereich. Also Ostern hacken wir jetzt einfach mal ab und schauen, wie die restliche Handelswoche eben dann doch noch verläuft. Vielen Dank nach Frankfurt. Schönen Tag, Johanna. Ja, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, es ist wahrscheinlich doch besser, noch zu gucken, ob vielleicht noch einige Ostereierreste im Garten zu finden sind, statt an der Börse hier heute aktiv zu werden. Ich denke, dass wir heute eher schwache Handelszeiten sehen werden. Insofern trotz allem einen schönen Tag und bis morgen.